just take girls that aren't me. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zum 16. Part vom Euro Truck Simulator 2. Und ja, meine Stimme ist natürlich wieder on point. Wir sind ja jetzt in England unterwegs und werden mal gucken, dass ich jetzt möglichst schnell nach London komme. Aber ist das hier nach London auch? Würde ich sagen, fahren wir direkt das hier. So. Ich habe es wieder etwas länger nicht gespielt, muss ich sagen. So. Oh, ist ja England, ne? Ups, kann passieren. Ja, groß zu sagen gibt es eigentlich nichts. Ja, ich habe es halt länger nicht gespielt. Und muss gleich nochmal ganz kurz was im Task Manager gucken. Weil ich gerade gesehen habe, dass die Codierung überlastet ist wieder mal. Muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es krass laggen wird, aber. So, ja, da ist es. So. Ich kann ja eigentlich mal die Scheibenwischer ausmachen. Okay. Ich dachte gerade, er nimmt schon nicht mehr auf, aber naja. Ist eigentlich eine Fahrerstandbeleuchtung? Das will ich jetzt mal einmal gucken. Ob es das gibt vielleicht. Ich glaube nicht, aber... Fern- und Umleuchte, nee. Ich kann es ja mal gucken mit O. Ach, das ist hinten das. Warte. Jetzt hier O. Das ist das. Ja gut. Braucht man jetzt nicht unbedingt. So, 164 Kilometer, das ist ja nicht viel eigentlich. Ich vergesse es gerade immer wieder. Also, schlimm.
Oh Gott. Ja gut. Ich sag's mal so, shit happens. 2:42, ja. Gut, 3 Minuten gehen verloren, aber naja. Ich meine, man kann's machen, sollte man jetzt nicht, aber spawn ich dann. So, jetzt hier. Ja. Kann passieren, sollte nicht, aber. Ich habe ja gesagt, ich nehme das nicht zu ernst. Ne? So, dann nochmal von vorne. Ich vergesse aber auch andauernd gerade zu schalten. Mach's einfach mal an, auch wenn es nichts bringt. Also diese Dings. Ich weiß auch nicht, wofür die da ist. Deswegen war auch, als ich so gefahren bin, da unten keine Geschwindigkeitsanzeige vorhin. Hab mich schon gewundert. Weil das ist manchmal so, ja, man sieht's. Oder? Ja. Wenn man auf der anderen Seite fährt, dann kriegt man da keine angezeigt. So, diesmal fahre ich ein bisschen langsamer hier. Wo war denn da einer? Ist doch egal. Solange ich keinen Schaden bekommen habe, ist. Naja. Irgendwie ist das Let's Play so, irgendwann, man weiß nicht mehr, was man sagen will und man fährt einfach mit 60. Das ist so ein bisschen, ja. Vor allem, weil ich, wenn ich über irgendwas rede, das meistens bei einer First World mache. Kann man ein bisschen besser labern, finde ich. Okay, noch 134 Kilometer jetzt wahrscheinlich über die Straße. Und ich denke mal, London wird auch in dem Spiel genauso aussehen wie jeder andere Stadt in dem Spiel. Also die sind halt alle so, also die sind ja immer gleich sozusagen. Aber es sind halt immer nur die gleichen Elemente aneinander gesetzt und deswegen sieht das natürlich auch mal gleich aus. Also bis auf zum Beispiel Düsseldorf oder Duisburg war das. Da gab es einmal diese eine Stelle, wo man dann durch diese Tunnel fährt unter der Stadt. Die nochmal ein bisschen was anderes hat als die anderen Städte, aber sonst.
Eigentlich ist sie 80, aber das interessiert mich mal nicht. Ich möchte auch nur möglichst schnell am Zielort ankommen. Und naja, wie gesagt, gibt nichts Größeres mehr so. Und ja. Ich weiß auch nicht, wie lange das Let's Play eigentlich werden will. Also eigentlich habe ich schon vor, einige Parts zu machen. 18:43 Uhr. Aber ich weiß halt auch noch nicht, wie viele. Ich glaube, ich hau mal gleich in Tempomaten rein, das ist ein bisschen besser. Und tanken sollte ich mal, ne, in London da. Also eigentlich ist das noch genug für eine andere Strecke. Je nachdem natürlich wie lang, aber für so eine normale Strecke reicht das eigentlich. Aber ich mach's mal trotzdem lieber. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie lange das Let's Play werden wird. Das kann. Ich hatte auch bei NFS World, also da hatte ich auch vor, ein langes Projekt draus zu machen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt schon, also jetzt nach 4 Monaten erneut YouTube, sagen wir das mal so, schon 100 Parts habe. Also von meinen jetzigen 250 Videos ungefähr sind dann 100 Parts. Also wenn das Video rauskommt, sind es, könnten doch, dann müsste schon der 100. Part online sein. Den muss ich sogar noch aufnehmen. Auf jeden Fall hätte ich bei 250 Videos 100 Parts NFS World. Es ist schon was, also. Und es steht auch nicht irgendwie in Sicht, dass ich damit aufhöre, weil eigentlich macht es mir Spaß. Man hat ja noch nicht mal alles gesehen oder so. Ich habe jetzt noch nicht mal 30 Fahrzeuge. Von anscheinend einem Maximum von 200. Und es wird ja auch momentan wieder dran weitergearbeitet. Von daher ein Ende ist da noch nicht in Sicht. Ja. Passiert. Ja. Okay, muss ich nach. Dover, London. Hä? Okay. Keine Ahnung. Ich fahre hier einfach mal. Irgendwie hat mich das. Ich dachte eigentlich, egal. Weil es war ja das Schild nach London, nach links. Hätte man bestimmt auch lang fahren können. Ja, jetzt muss ich hier nach links. Ja, fahr, fahr. Jetzt muss ich hier nach links, ja. Aber es war irgendwie komisch. Aber man soll ja immer seinem Navi vertrauen. Naja, mehr oder weniger. Ich glaube, wäre auch beides auf selber rausgekommen, wahrscheinlich, irgendwie so. So, noch 12 Kilometer, sagt mir 14 Minuten. Na, das glaube ich nicht. So, fahren wir hier noch mit 90 drüber. Darf man auch. Ist ja voll komisch, warum sagt er mir hier, gleich wird er mir wieder sagen 90. Oder auch nicht.
Jetzt muss ich hier nach links. Ah, rechts. Ja. Mach mal einen Tempomaten aus. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus als die Einstädte, aber ja, ist auch nichts Großartiges. Ich fahre mal hier aus und dann schalte ich das direkt noch alles frei. Und die Zeit dafür habe ich locker. Hier ist eine Arbeitsagentur. Das da vorne ist dann Händler. Volvo, ja, okay. Ja. Man ja mal gucken. Also ich könnte jetzt noch 5 Stunden hier locker in der Stadt bleiben. Das wäre jetzt nicht das Problem. Na gut. Ich glaube, man kriegt dann aber weniger Geld. Man kriegt mehr Geld, wenn man überpünktlich ist. Also weit über der Restzeit ist. Oder unter, besser gesagt. Ich glaube, man weiß, wie ich meine, oder? Ich hoffe. Wenn man noch sehr viel Zeit übrig hat. Kann ich auch gleich mal gucken, was es hier so für Garagen gibt. XP nehme ich natürlich gerne mit, vor allem weil es so einfach ist. In dem Fall. Okay, ausgezeichnet finde ich natürlich gut. Fast Level 6 auch. So, möchte ich jetzt einmal gucken. Gibt es hier überhaupt eine Tanke? Nee, gibt es anscheinend nicht.
Das ist eine Dreiergarage hier, ne? Ja. Würde sich halt schon krass lohnen. Ich möchte einmal hier gucken. Na gut, 80.000 offener Kreditrahmen reicht halt noch gar nicht. Also ich brauche mindestens auch 140.000, selbst dann. Danach bin ich halt quasi pleite, erstmal. Also, ich sollte schon noch was überlassen. Aber naja. So, dann einmal noch schlafen hier. Oder so oft es geht, besser gesagt. Konnte keinen Auftrag finden, ja. Konnte ich jetzt viermal schlafen? Egal. Und haben nur 2000 verloren. Ja gut, dann würde ich sagen, war's das auch für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.